Ihr seid hier in Kochukaro. Ich bin der José. Nein, nein, Kochukaro. Kochukaro, oh. Bitte. Viele Leute wundern sich, fragen sich, wie wir eigentlich auf koreanisch, spanisches Kochen und Restaurant gekommen sind. Hat sich eigentlich in der Natur der Sache ergeben, ich bin Spanier. Ich bin Koreanerin. Wir haben uns in einer Küche kennengelernt. Das Singmal ist eine Veranstaltung, die machen wir einmal im Monat, immer zu einem bestimmten Thema, denken wir uns ein Menü aus. 8 Gänge. Wenn 4 Gänge als Essen serviert und die 4 Gänge ist von musikalisch. Viele Rezepte sind natürlich von meiner Mutter. Anfang hat sie gesagt, Bini, willst du jetzt eine koreanische Küche machen mit einem Spanier? Bist du jetzt wahnsinnig geworden? So. Ich singe dazu viele Lieder und Arien. Wir sind jetzt hier gleich in der Küche bei den Vorbereitungen für unser Singmal heute Abend. Das ist der Tobi. Der kümmert sich hier gerade um den Zwischengang. Schöne Trüffelkartoffeln. Und hier werden die rosa Kartoffeln nachher gedämpft. Da kann man so ein bisschen reinschauen. Das ist Aurora. Die bereitet für den Zwischengang der Suppe ihre blauen Kartoffelchips. Das ist unser Hauptgang. Hirsch hier aus Brandenburg. Der wird nachher bei Niedertemperatur gegart und kommt dann butterzart auf den Teller. Das bin ich. Ich habe in Korea natürlich auch fertig studiert und war ich jetzt dann überall ein bisschen unterwegs, Norddeutschland und rauf und runter. Sehr viele Rollen gesungen, sehr viele Vorstellungen gemacht und bin ich jetzt in Berlin, hier in Kochukaro. Wir machen hier sehr viel selber. Das zum Beispiel ist auch eine ganz wichtige koreanische Zutat, das Kimchi, das wir hier auch traditionell herstellen. Wir kontrollieren das hier ein bisschen handwerklich. Ich habe mich dazu auch in Korea unterweisen lassen, so bei verschiedenen Lehrern. Und sind eigentlich sehr stolz auf dieses Produkt. Wir kennen immer den Sommertrüffel oder den Herbsttrüffel. Und Trüffel sind zur Herbstzeit dann einfach schöner und aromatischer. Das Kilo liegt bei 2000, 2500. Und wir nehmen natürlich kein Kilo, wir haben 100 Gramm genommen. So hier? Ja. Das ist Beate von Hahn. Das ist eine sehr, sehr langjährige Freundin. Die Grillen sind mit früheren Tagen nur den Alten hochgeladen. Sie hat sie jetzt bereit geklärt, bei uns auch singen. Für das Essen. Seit 10 Uhr morgens sind wir jetzt schon hier. Bald geht's los. Ich check jetzt nochmal eine Dessertkomponente. Das, was ihr drüber seht, das ist grünes Apfelpulver. Also Apfelschalen, die kann man trocknen und dann verpulvern. Und das ist ein super schönes, fruchtiges Coating. 2,29. Juhu! Hier, Kochukaro. Wahnsinn! Lass dich gratulieren, ja! Cool, muss ich Rosé noch trocknen. Natürlich. Krass. Cool, oder? Ja, wir haben heute auch einen Grund zum Feiern. Wir sind nämlich, unser Restaurant ist ausgezeichnet worden vom Guide Michelin. Wir haben einen BIP bekommen, einen BIP Gourmand. Liebe Gäste, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und das ist unser Mandu. Gedämpft jetzt erstmal. Und da füllt man mit dem Tofu, Kimchi und Karotten. Oh, es ist kalt, aber jetzt nicht. Ja, hallo. So, das ist jetzt der Geschmackstest, von dem wir eben geredet haben. Billy muss es probieren. Tut sie auch ganz gerne und es zeigt, es schmeckt. Nächstes Lied ist es aus meiner Heimat. Das ist ein koreanisches Lied. Heißt das Arirang. Ich muss ehrlich sagen, ich entdecke auch die koreanischen Lieder irgendwie durch diese Veranstaltung neu. Jeder Koreaner kennt diese Melodie. Muss ich mich ab und zu mal richtig zusammenreißen, dass ich nicht weine. Arirang, arirang.
mich auch total gerührt. Obwohl das einzige Person, die den Text verstehe, und trotzdem irgendwie, ja, erlebe ich ganz anders. Das ist ganz anderes Gefühl, als ich das gleiche Lied in Korea gesungen habe oder hier. Das ist jetzt ein ganz toller Zander hier direkt aus der Müritz. Die haben ihn etwas gedörrt auf koreanische Art. Ich trockne jetzt so ein bisschen die Haut knusprig, damit nachher die Gewürze besser aufgenommen werden. Reis wird portioniert. Danke. Exakt. Und dann abheben vom Service. Einmal klingeln bitte. Servieren. Das ist übrigens Spitzkohl. Den habe ich fermentiert, also wie ein Kimchi. Der ist halt einfach nur fruchtig und nicht scharf. Also es gibt auch ca. 380 verschiedene Sorten Kimchi in Korea. So, hier seht ihr so ein bisschen der Zusammenbau eines Tellers in diesem Gruppensystem. Jeder hat seinen Handgriff, den er macht. So, der letzte Gang, das süße Finale. Wir haben hier die Kaki-Frucht. Aus der ganz frischen haben wir eine Mousse gemacht. Dazu habe ich die Pfefferpraline von eben, die ihr eben gesehen habt. So, wie das? Jetzt gibt es hier noch was zu feiern. Vielen Dank. Ja, ja, ja. So, danke, 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 haben wir schon? Oder müssen wir noch? Danke dir. Shiwaza sagt man übrigens auf Koreanisch. Shiwaza. Shiwaza.